Volles Haus bei der Charity-Veranstaltung des Rotary Club Neunkirchen. Ausnahmsweise ohne Reue konnte man am 15. November im Herrenhaus Ternitz Wein genießen. Schließlich bedeutete jedes Glas ein paar Euro für ein Kinderbenefizprojekt des Rotary Clubs Neunkirchen. Gleichzeitig bekommen Sie auch die Bons für die Speisen, die Sie dann in der Galerie bekommen. Dort können Sie auch Platz nehmen, dass Sie sich sozusagen nicht die Füße in den Bauch stehen müssen. Es ist so, dass es den Rotary Club Neunkirchen seit 20 Jahren gibt und dass wir seit 20 Jahren im Dienste der guten Sache sind und wir jedes Jahr ein bis zwei Veranstaltungen machen, wo wir Geld hereinbekommen und für unsere Projekte verwenden können. Und Wein und Jazz funktioniert sehr gut. Ich denke mir normalerweise, wenn ich heute mit einem Auto fahre und deshalb bin ich auf fast 0,0, also ganz wenig Alkohol. Das ist einfach so, das gehört sich als Vorbild. Und zum Zweiten, natürlich bin ich heute da, um diese soziale Aktion des Rotary Clubs zu unterstützen. Inwiefern werden Sie diese Aktion unterstützen? Na, ich werde heute in meiner Funktion als Bürgermeister, aber aus der privaten Kasse, die Mietkosten für den Saal spendieren, damit wirklich viel Gewinn überbleibt. Von welcher Summe sprechen wir dabei? Ich glaube, es geht immer eine Summe von 350 Euro, die ich gerne einbringe, weil auch der Rotary Club immer hilft, wenn Ternitzer Familien oder Notleidende Hilfe brauchen. Und ich glaube, das gehört unterstützt. Die Formation Vizcaya Jazz sorgte für den nötigen musikalischen Rahmen an diesem Abend. Ja, es ist so, dass wir viele Projekte haben. Also eines unserer Flaggschiffe ist das Homeless People, wo wir in Neunkirchen für zwei Obdachlose eine Wohnung bereitstellen, wo sie zwei Jahre wohnen können und dann später wieder ausziehen müssen. Und wir schauen, dass sie wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden. Aber dieses Projekt ist ein Kinderprojekt, wo wir Schüler unterstützen, die hochbegabt sind, die am Semmering eine Begabtenakademie machen können, was eben viel Geld kostet. Und auch Kindergartenpädagogik unterstützen wir. Wir bezahlen Kindergärtnerinnen, Kindergartenpädagoginnen, wie es jetzt hier heißt, zahlen wir die Ausbildung für schwierige Schüler und für neue Pädagogik. Es ist so, dass die Lehrer uns sehr viel tun im sozialen Dienst und wir oft ganz begeistert sind, was sie alles tun. Und seit einigen Jahren kooperieren wir recht gut und wir besuchen gegenseitig die Veranstaltungen und unterstützen uns auch gegenseitig und haben ein sehr gutes Einvernehmen.